Herr Golser, Ihre Reise führt in die Champagne und in die Picardie. Was zeichnet diese Region aus und was macht die Reise für Sie besonders? Ja, zunächst mal eine große kulturelle Vielfalt. Schwerpunkt innerhalb dessen die Architektur und Bauplastik des Mittelalters. Also ganz bedeutende Bauten der europäischen Gotik. Aber neben die Kultur tritt dann auch gleichberechtigt nicht nur die Kultur der Champagne, sondern natürlich auch der Champagner, den wir auch kennenlernen werden, unter anderem bei einer Reise in die Montagne de Reims, das größte Champagneranbaugebiet, und der den Gästen auch nahezu täglich an irgendeiner spektakulären Stelle verabreicht werden wird. Die Reise findet ja im Spätsommer statt. Was ist das Besondere an dieser Reisezeit? Warum gerade im Spätsommer? Ja, zum einen klimatisch ideal, nicht zu heiß, aber sicherlich noch schöne Spätsommertage, hoffen wir zumindest. Und dann natürlich bei einem Thema, das auch den Champagner beinhaltet, eine Zeit, die unmittelbar vor der Traubenlese insofern uns auch da in die Nähe eines der Themen der Reise führt. Was sind für Sie persönlich die Höhepunkte der Reise? Auf was freuen Sie sich besonders? Es gibt ganz unterschiedliche Höhepunkte. Einer der Höhepunkte ist sicherlich der Kontakt mit Hauptwerken der europäischen frühen Hochgotik in Lens, in Soissons, in Reims. Und das andere, quasi als Kontrastprogramm, dass wir an ganz verschiedenen Stellen in der Champagne den Champagner genießen werden, unter anderem in der Jugendstilvilla, in einer Champagnerkellerei oder bei einer Bootsfahrt auf der Marne. Hand die Frage zu stellen, welche kulinarischen Besonderheiten dürfen die Reisegäste während der Reise mit Ihnen erwarten? Ja, wir bereisen ja La Champagne und da spielt natürlich eine große Rolle Le Champagne, also das Getränk, der Schaumwein, der nach einem ganz bestimmten Flaschengärungsverfahren dort hergestellt wird. Und wir werden am Ende auch zurückkehren, nicht nur als eine Gruppe, die häufig Champagne probiert haben wird, sondern die genaue Kenntnis erlangt haben wird, wie das Getränk hergestellt sein wird. Herr Golser, wie muss man sich die Programmgestaltung während der Reise vorstellen? Ist man von morgens bis abends mit der Gruppe unterwegs oder gibt es auch immer mal wieder Zeit für individuelle Unternehmungen? Ja, das Programm ist dicht, auch nicht stressig. Das heißt, der Tag ist schon weitgehend gefüllt durch teilweise auch ganz spektakuläre Programmpunkte. Aber darunter sind auch einige, die Erholungscharakter haben. Bootsfahrten, ganz pittoreske Busfahrten durch die Landschaft, im Gebiet um die Marne, durch Weinberge. Also ein Programm, das sich innerhalb des Programms entspannt, aber sicherlich auch Zeit lassen wird für mal eine auch außerplanmäßige Kaffeepause oder um noch das ein oder andere nicht im Programm stehende Schmankerl einzubauen. Also voll, aber nicht überfüllt. Die Reise führt nach Frankreich. Was gefällt Ihnen persönlich an diesem Land ganz besonders und was zeichnet die Menschen in diesem Land Ihrer Meinung nach aus? Also was in Frankreich sicherlich einzigartig ist, ist die große kulturelle Dichte. Es gibt ja fast keine Landschaft in Frankreich, die nicht einer Reise wert wäre. Und was mir auch besonders gut gefällt, ist eine typisch französische Lebensart, Savoir-vivre, die wir sicherlich auch hier und da kennenlernen können. Unter anderem, wir werden in Reims direkt wohnen und sind jeden Abend wirklich mit einem sehr schönen, sehr lebendigen städtischen Leben dann auch konfrontiert. Vielleicht können Sie unseren Reisegästen einen persönlichen Tipp geben. Für was sollte man sich während der Reise auf jeden Fall Zeit nehmen? Also natürlich auch den ein oder anderen Champagner zu genießen, aber in den nüchternen Momenten der Reise kann ich eins ganz besonders empfehlen. Wir werden uns eingehend der Architektur und Bauplastik der Kathedrale von Reims zuwenden und die dient jeden Abend im Rahmen eines großen Lichtspektakels als Projektionsfläche einer Neudeutsch Light Show. Also ein ganz tolles Spektakel, das jeden Abend inmitten von Reims, wo wir wohnen werden, stattfindet. Wie sind Sie während der Reise untergebracht? Welches Hotel, in welcher Lage dürfen die Reisegäste erwarten? Ja, uns war es sehr wichtig, dass wir in Reims wohnen, die es des Abends wunderbar Möglichkeit gibt, in der Stadt zu flanieren, auch mal in eigener Regie zu essen, an den Abend, wo wir nicht im Rahmen von Halbpension im Hotel essen werden. Unser Hotel liegt sehr zentral in unmittelbarer Nähe der kulinarischen Meile, aber nicht so nah, dass man den dortigen Trubel als Lärmbelästigung empfinden müsste, sondern man läuft ein paar Minuten und ist dann wirklich so im Zentrum, auch so im Zentrum, was die Stimmung am Abend angeht, der Stadt. Welche anderen Reisen kann man in diesem Jahr noch mit Ihnen zusammen unternehmen? Es wird eine weitere Frankreich-Reise geben in die Provence, die auch in ähnlicher Form vorgestellt werden wird. Und dann gibt es noch zwei Reisen mit ganz anderem Charakter. Eine, auf die ich mich jedes Jahr besonders freue, führt nach Istanbul, wo wir in Kontakt treten werden mit byzantinischer, osmanischer, islamischer Kultur. Und dann nochmal eine Reise mit wiederum einem völlig anderen Programm. Da geht es auf den Spuren des Expressionismus, des Blauen Reiter ins Blaue Land, in und um Murnau.